Auch mit Trainer Bruno Labbadia schafft es der VfL Wolfsburg schon wieder nicht. Auch im Zentrum machte sich Berlin durch unnötige Fehlpässe das Leben schwer, die Wolfsburger, bei denen Mittelfeldspieler Ignacio Camacho nach fünfmonatiger Verletzungspause ein gelungenes Pflichtspiel-Comeback feierte. Die stabile Wolfsburger Defensive erledigte ihre Aufgaben insgesamt aber gut, für Gefahr sorgte einzig Hertas Salomon Kalou. Konnte seinen Patzer vor dem herangelenden Landry Di Matta aber gerade noch ausbügeln. 50 Hertha kamen ausgerechnet die gegnerischen Fans zu Hilfe.